Das Signal kommt jetzt. Dann sage ich ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Arne Thielosen. Ich begrüße Sie alle im Namen von eTeaching.org ganz herzlich zu diesem Auftakt-Event zum Themen-Special Bildungspolitik im digitalen Zeitalter. Heutige Veranstaltung heißt E-Learning an deutschen Hochschulen, der Weg zum heutigen Status quo. Dieses Themen-Special veranstaltet eTeaching.org ja nicht alleine, sondern in Kooperation mit dem Hochschulforum Digitalisierung. Und deswegen bin ich heute auch nicht die Moderatorin der Veranstaltung, sondern freue mich, dass ich jetzt gleich das Wort abgeben kann an Oliver Janoschka vom Hochschulforum Digitalisierung. Ja, Anne, vielen Dank und auch ein herzliches Hallo aus Berlin in die Runde. Wir sind ja hier heute wirklich global. Rolf Grano hat sich die Mühe gemacht, aus Kuala Lumpur mit dabei zu sein. Ich denke, digital macht das ja auch Sinn. Da ist das ganz einfach. Die Technik und der Ton klappt schon mal gut. Wir sind bei dem Auftakt Bildungspolitik im digitalen Zeitalter. Darüber haben Anne und ich uns im Frühling mal verständigt, dass das eigentlich jetzt eine ganz interessante Diskussion auch hier auf E-Teaching sein könnte und dass das als ein Themen-Special in mehreren Sitzungen Sinn macht. Ich glaube, wenn man jetzt auf die aktuellen Prozesse guckt, politisch, dann erschließt sich das auch. Das wird Anne ja gleich noch mal ein bisschen auch mit porträtieren. Wir werden dort also 5 Sitzungen haben. Am Ende der heutigen Session gehen wir da auch noch mal ins Detail. Wir werfen einen Blick auf die Länder, das sei ganz kurz gesagt, in der nächsten Sitzung. Wir gucken nach Europa in der übernächsten, werfen ein Zwischenfazit oder Fazit mit Beteiligten des HfD in der vorletzten Sitzung Ende November. Und dann wollen wir noch mal zum Abschluss des Jahres auch gucken, was hat sich eigentlich jetzt in 2016 getan und was sind auch die Strategien für die nächsten Jahre. Das soll dann der Abschluss sein. Ja, wir glauben, die politischen Rahmenbedingungen haben einen entscheidenden Anteil, explizit und implizit, auf die Frage, wie der digitale Fortschritt an den deutschen Hochschulen eigentlich bewegt werden kann. Und wir sehen eben auch an einigen Stellen, dass dieser Gestaltungsspielraum schon genutzt wird. Und das wollen wir insgesamt in dieser Folge praktisch auch genauer analysieren und diskutieren. Und dabei lohnt ein Blick zurück, weil eben aus unserer Wahrnehmung sich in den letzten Jahren ja schon einiges getan hat und man da vielleicht auch sehen kann, was hat eigentlich funktioniert und was könnte vielleicht auch in Zukunft noch besser klappen. Insofern freue ich mich sehr über unsere Runde. Anne Thielosen als langjährige Projektleitung von eTeaching.org hat sich bereit erklärt, uns da so ein bisschen durch diese Jahre zu führen und damit auch die Community von Aktiven mit anzusprechen, die eben jeden Tag in der Republik dabei sind, E-Learning und digitales Lernen und Lehren möglich zu machen. Ich freue mich des Weiteren, wie eben eingangs erwähnt, dass Rolf Grano mit dabei ist, als Mastermind, wenn ich das so sagen darf, an der FH Lübeck, auch von der Ausgründung on Campus, als Mitbegründer der virtuellen Fachhochschule des Verbundes und wird aus seiner Sicht diese Prozesse nochmal kommentieren. Und dann freue ich mich ebenfalls, dass Marc Göcks als langjähriger Geschäftsführer des Multimedia-Kontors aus Hamburg mit in der Runde dabei ist. Wir kennen ihn alle, Sie kennen, glaube ich, alle Beteiligten noch viel besser als ich. Und ich freue mich auf die heutige Diskussion und darf an dich übergeben, Anne. Ja, vielen Dank. Ich schalte auf meine Folien um und frage zuerst, ob man die jetzt sehen kann. Ich glaube schon. Der Titel meines Beitrags heißt jetzt E-Learning in Deutschland, der Weg zum heutigen Status quo. Ursprünglich hieß das mal ein kurzer Rückblick, aber in Rücksprache mit den anderen Referenten haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass ich über drei zentrale Aspekte sprechen möchte, über die ich jeweils einen kurzen Überblick gebe. Und dann bin ich sehr gespannt auf die Perspektive der beiden anderen, auch jeweils zum selben Punkt. Und zwar soll es um folgende drei Aspekte gehen. Ich beginne mit einem Überblick über die E-Learning-Förderung des Bundes und dem Versuch, sage ich jetzt mal, was zum aktuellen Stand von E-Learning an Hochschulen in Deutschland zu sagen. Das zweite Themenfeld sind die E-Learning-Förderungen auf Landesebene und da insbesondere die Ländereinrichtungen und Landesinitiativen. Und dann steht hier leider zweitens, das müsste natürlich drittens heißen, soll es zum Schluss noch um aktuelle Entwicklungen und Perspektiven gehen.
Zuerst also der kurze Rückblick. Da möchte ich beginnen mit einer Folie, die Klaus Wannemacher von der HIS einmal entwickelt hat, in der er einen Überblick über die E-Learning-Entwicklung in Deutschland von 1990 bis 2013 gibt und an der ich eine Zeit lang mitarbeiten durfte und die weiter ergänzen konnte. Und zwar sehen Sie in der Mitte die Zeitstrahle und oben und unten, was sich so technologisch oder bildungstechnologisch in der Zeit getan hat. Und die Folie gefällt mir deswegen so gut, weil die so unheimlich voll ist. Und man eben da mal den Überblick darüber bekommt, was alles da gleichzeitig passiert ist, was man häufig so gar nicht selber im Kopf hat. Also von der Gründung von Fachgesellschaften, von Tagungen, die sich dann etabliert haben mit der Zeit oder auch wieder verschwunden sind und so weiter. Und da kann ich jetzt natürlich nicht auf die einzelnen Dinge im Einzelnen eingehen, aber vielleicht mag sich der ein oder andere die Folien nachher auch noch mal genauer ansehen, wenn sie dann zur Verfügung stehen. Heute, wie gesagt, soll es jetzt vor allen Dingen um zwei Dinge gehen, und zwar die, die da dunkelblau und hellblau markiert sind, also die E-Learning-Förderung des Bundes und die deutschen E-Learning-Landesinitiativen. Und weil man das hier auf dieser Folie natürlich nicht so gut sehen kann, werde ich das noch mal ein bisschen anders darstellen. Chronologisch von oben nach unten gibt es von Ende der 1990er Jahre bis in die erste, das erste Jahrzehnt 2000, der 2000er Jahre mehrere ziemlich große, direkt aufeinanderfolgende E-Learning-Förderprojekte. Das beginnt 1999 bis 2004 mit den fünf großen sogenannten Bundesleitprojekten. Der Ausschreibungstitel war Nutzung des weltweit verfügbaren Wissens für Aus- und Weiterbildung und Innovationsprojekte. Also es ging nicht eigentlich nur um E-Learning und auch nicht nur um hochschulspezifisches E-Learning. Aber das größte dieser Projekte, die virtuelle Fachhochschule mit der Förderung von 21 Millionen Euro, war dann eben ein Hochschulprojekt, wo es auch, ja, wo es eben um die Entwicklung von Studiengängen, Online-Studiengängen ging. Dieses Projekt hat Herr Grano geleitet und leitet es bis heute oder ist bis heute jedenfalls darin. Und ich war damals wissenschaftliche Mitarbeiterin in diesem Projekt. Darauf folgten dann von 2000 bis 2004 das BMBF-Förderprogramm Neue Medien in der Bildung. Von der Fördersumme von insgesamt 550 Millionen Euro, so etwas mehr sogar, gingen 284 Millionen tatsächlich in den Hochschulbereich und dieses Geld ging nicht wie bei den Leitprojekten an einige wenige große Projekte, sondern an 100 Verbundprojekte mit nochmal 540 Einzelprojekten. Also es ging in dem Fall nicht darum, Leuchttürme zu schaffen, sondern das Ziel war vielmehr, vernetzt in die Breite zu gehen. Insbesondere diese Projektförderung Neue Medien in der Bildung hatte einen absoluten finanziellen Schwerpunkt im Bereich Content. Den hätte ich eigentlich auch den Bundesleitprojekten, zumindest dem Bundesleitprojekt Virtuelle Fachhochschule, zugeordnet. Aus meiner damaligen Perspektive als wissenschaftliche Mitarbeiterin ging es sehr stark um Contententwicklung. Aber in der Vorbesprechung hat Herr Grano schon sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass mit dem Projekt sehr, sehr viel mit Organisation, mit Curriculumentwicklung, mit Strukturfragen und all den anderen Punkten zusammenhing. Aspekte, die ich jetzt eher ursprünglich den anderen Projekten zugeordnet hätte, zum Beispiel der Notebook University oder dann dem großen Projekt E-Learning-Dienste für die Wissenschaft. Ich möchte hier an der Stelle erwähnen, dass 2007 die Föderalismusreform stattfand und damit die Zuständigkeit des BMBF für Hochschulprojekte endete. Der Wettbewerb Exzellente Lehre in der Wissenschaft ist dann entsprechend auch von der KMK und vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ausgerichtet worden. Und aktuell gibt es ja immer noch den Qualitätspakt Lehre, dessen zweite Förderrunde ja im Moment läuft, an der möglicherweise auch viele beteiligt sind. Die habe ich jetzt hier Integration genannt, auch unter der Perspektive, dass E-Learning ja gar nicht in den Titeln der Projekte und der Projektförderung vorkam, sondern eigentlich geht es da um die Verbesserung der Lehre und hier wird Medieneinsatz als ein Teil davon verstanden. An der Stelle möchte ich fragen, kann man ein Fazit zu den Ergebnissen der Förderung ziehen? Das haben meine ehemaligen Kollegen
hier bei eTeaching.org, Simone Haug und Joachim Wedekind versucht, in einem Beitrag, der 2009 veröffentlicht wurde in dem Band E-Learning eine Zwischenbilanz. Und ihr Fazit trägt den aufschlussreichen Titel, vielsagenden Titel Adresse nicht gefunden. Sie bilanzieren, dass sie versucht haben, die Projekte, die gerade in neue Medien in der Bildung, aber auch bei den Bundesleitprojekten versucht haben, online wiederzufinden. Und das Ergebnis war, dass sie bei fast der Hälfte der Projekte die Adresse nicht gefunden haben. Sie untersuchen dann auch, woran das liegt, kommen zu dem Ergebnis, dass kaum erfolgreiche Geschäftsmodelle entwickelt wurden, dass in vielen Projekten keine ausreichenden Vorkehrungen dafür getroffen wurden, diese Projekte übertragbar zu machen. Sie bemängeln, dass in dem Sinne nicht um OER, also um Materialien handelte, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden sollten. OER war zumindest in der Zeit in Deutschland und sehr lange ja in Deutschland kein Thema. Und sie gehen auch darauf ein, dass es offensichtlich eine Divergenz gegeben hat zwischen den Zielvorstellungen der Hochschulen und der in den Ministerien, die eben gefördert haben. Wobei die Hochschulen häufig die grundständige Lehre im Blick hatten und die Ministerien implizit oder auch explizit davon ausgegangen sind, dass mit der Verbesserung der Lehre dann auch mehr Effizienz, mehr Effektivität und eben das Entstehen von Geschäfts- und Finanzierungsmodellen verbunden ist. Ich möchte an dieser Stelle über die E-Learning-Förderprogramme hinaus, aber auch noch die Frage, beziehungsweise die Frage stellen, auch über die E-Learning-Förderprogramme hinaus, wie denn der Stand von E-Learning in Deutschland ist. Also es geht nicht nur darum, wie das in diesen Projekten ist. Und mein Eindruck im Moment zumindest ist, dass es keine aktuellen Erhebungen zum Stand von E-Learning gibt. Ich möchte deswegen diese beiden doch schon etwas älteren erwähnen. Und zwar zum ersten die Erhebung des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst aus dem Jahr 2008, 2009. Dazu wurden die Prorektoren für Lehre zum Stand von E-Learning an ihrer Hochschule befragt und ihr Ergebnis betrachten sie selber als kritisch. Es steht nämlich in dem Bericht darüber, wenn überhaupt, wird nur quantitativ über die Nutzung des LMS berichtet. Und da steht dann, in welchem quantitativen Maß das LMS an einer Hochschule verwendet wird. Und jeder, der im Bereich E-Learning tätig ist, weiß, dass das eben ein sehr schwieriger Maßstab ist. Was bedeutet, dass das LMS verwendet ist? Das kann genauso gut sein, dass es als die berühmte PDF-Schleuder verwendet wird, als auch, dass damit innovative Szenarien ausprobiert werden. Das zweite Beispiel ist wieder eine HIS-Studie unter Studierenden, und zwar in zwei verschiedenen Jahren, 2004 und 2008. Da kann man sehen, dass zwischen 2004 und 2008 erheblich mehr, fast 100% der Studierenden inzwischen auf lehrveranstaltungsbegleitende Materialien zugreifen und dass in allen anderen Bereichen, also Nutzung Materialien anderer Hochschulen oder das Kennen interaktiver Lernangebote, der Prozentsatz doch deutlich geringer ist. Und wenn ich eben sagte, richtig aktuelle Erhebungen zum Stand von E-Learning an Hochschulen sind mir eigentlich nicht bekannt, dann gibt es natürlich eine Ausnahme. Und das ist die CHE, das CHE-Hochschulranking. Bei der Studierendenbefragung wurden nämlich immerhin fast 27.500 Studierende befragt, wie das denn mit ihrer E-Learning-Nutzung ist. Auf diese Studie, umfangreiche Studie, die ich wirklich sehr zur Lektüre empfehlen möchte, für die, die sie nicht kennen, kann ich jetzt natürlich nicht im Detail eingehen. Ein zentrales Ergebnis ist, dass nur ein knappes Fünftel der Studierenden eher weniger sogenannte digitale Allrounder sind, die von selber alle digitalen Möglichkeiten nutzen. Die meisten anderen nutzen E-Learning klassisch konservativ, nämlich die Medien, die in der HIS-Studie auch schon genannt wurden, PDFs, PowerPoint, E-Mail, vielleicht noch Fachdatenbanken, also die klassischen Medien. Die Studierenden nutzen nämlich das, was ihnen von ihren Lehrenden vorgegeben wird, und deswegen möchte ich eine Folie hier noch zeigen, die vielleicht relativ wenig im Zusammenhang mit der Studie gezeigt wird, wie die Nutzungsvielfalt digitaler Medien
beziehungsweise hier in den einzelnen Fachbereichen ist. Also es geht um die Nutzungsvielfalt. Oben sehen Sie, dass 11 Fachbereiche befragt wurden. Und hier wurde jetzt ausgewertet, was sagen die Studierenden von unterschiedlichen Universitäten dazu, wie unterschiedlich, also wie vielfältig digitale Medien in ihrem Studienbereich eingesetzt werden. Und da sehen Sie, dass es eben je nach Universität sehr starke Unterschiede gibt zwischen sehr vielfältig an der Jakobs-Universität in Bremen und relativ nicht so vielfältig, gibt es einfach ein großes Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten. Und hier kann man sicher dazu erwähnen, dass wenn man jetzt andere Fächer daneben stellen würde, das auch wieder unterschiedlich aussehen würde. Also mein Fazit hier nochmal zum Stand von E-Learning an deutschen Hochschulen, eigentlich eher aktuell sehr, sehr heterogen. Damit wäre ich jetzt am Ende meines Inputs für diesen ersten Teil. Gebe an Oliver weiter oder an Herrn Grano und oder? Ja, danke dir erstmal, Anne. Und ja, Rolf, magst du übernehmen? Schalte auf die Folien, Mikrofon einschalten. Mikrofon ist eingeschaltet. Wir können dich hören, Rolf. Wir sind in diesem Kontext ja 1997 gestartet. Kurz danach haben wir dann das Leitprojekt Virtuelle Fachhochschule begonnen. Allerdings ist auch bei dem knappen zeitlichen Versatz doch aus meiner Sicht die Reihenfolge entscheidend gewesen. Wir haben uns 1997 zuerst mal als Hochschule überlegt, was wir mit dem Internet überhaupt erreichen wollen und wozu wir es einsetzen wollen. Und aus diesen strategischen Überlegungen heraus haben wir uns an um Projektfinanzierung gekümmert. Es war aber schon klar, dass dieses Leitprojekt Virtuelle Fachhochschule, was wir beantragt haben, tatsächlich einen Beitrag leistet zur Umsetzung unserer damals bereits formulierten Strategie und welchen Beitrag es leisten sollte. Ich habe mit Anne Tillhusen ja jetzt länger über diese Idee der Landesinitiativen und wie wir dazu stehen diskutiert. Tatsächlich gab es ja 97 relativ starke Bestrebungen in der ersten Phase, so etwas wie eine virtuelle Hochschule Schleswig-Holstein zu initiieren. Damals habe ich gesagt, dass ich für eine solche Initiative nicht zur Verfügung stehe, weil ich sie nicht für erfolgsträchtig und nachhaltig halte, habe dieses auch begründet. Und wir haben danach ja auch den Segen bekommen, die Landesgrenzen zu überschreiten und das Projekt Virtuelle Fachhochschule von Anfang an länderübergreifend anzugehen. Es gab dann, ich glaube, es war 2003, ziemlich zum Ende der Projektphase, noch einmal, weil es damals gerade en vogue war, Überlegungen, ob man nicht auch in Schleswig-Holstein eine solche formale Landeseinrichtung schafft. Auch damals, 2003, habe ich aus meiner Seite erklärt, dass ich dieses nach wie vor nicht für erfolgversprechend und nachhaltig halte und dass wir uns in Lübeck eigentlich wünschen würden, den eingeschlagenen Weg, nämlich der länderübergreifenden Vernetzung, weiterzugehen. Auch dieses ist im Ministerium verstanden worden. Wir sind ja seitdem auch vom Lande, sage ich mal, massiv unterstützt worden, auch finanziell unterstützt worden, hatten aber immer vor Augen, dass wir diesen übergreifenden Ansatz machen. Mein Kernargument war eigentlich dabei immer, und ich denke, das ist selbst heute noch so, dass ich grundsätzlich ja gerne mit anderen zusammenarbeite. Das ist das, was mir am nächsten liegt. Aber ich möchte nur mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die auch mit mir zusammenarbeiten möchten. Das heißt, ich habe in allen Kooperationen aus meiner Seite immer auf das Prinzip der Freiwilligkeit gesetzt. Und ich wollte nicht in einen Kontext kommen, wo man, weil nun zufällig hier Förderkontexte so sind, zwanghaft auch mit Menschen zusammenarbeiten muss, soll, die dieses gar nicht wollen. Aus so einer, sage ich mal, Zwangsgemeinschaft kann nach meiner Sicht keine Exzellenz entstehen. Und wir haben immer nach Partnern gesucht, die die Ideen, die wir hatten, mit uns teilen und deren Ideen wir auch teilen und wo wir Lust hatten, gemeinsam etwas nach vorne zu bewegen. Dieses war ja
Zunächst mal dann der Hochschulverbund Virtuelle Fachhochschule. Auch hier hat Anne Tillosen ja eigentlich schon die beiden Sichtweisen auf das Projekt eben dargestellt. Aus ihrer Sicht und vom Budget her hat sie recht. Mehr als die Hälfte des Budgets wurde für Content-Entwicklung für die beiden Studiengänge verwendet. Das war aber gar nicht zentral. Diese Content-Entwicklung war aus meiner Sicht eher belanglos. Das Zentrale war eigentlich nachhaltige Implementierung und curriculare Verankerung von Online-Studium bei den beteiligten Hochschulen durchzuführen. Für den Erfolg dieses Leitprojektes war es nicht unerheblich, dass die Forderung so hoch war. Für die beteiligten Fachhochschulen, nicht so sehr für die wissenschaftliche Begleitforschung, war es einfach nicht machbar, in einem so großen Förderkontext ein solches Projekt in den Sand zu setzen und dieses nicht nachhaltig betreiben zu können. Auch war der Druck und die Diskussion auf die Länderministerien, wir waren ja gleich in sechs Länderministerien, auch der Druck seitens des BMWF auf die Länderministerien ja auch deshalb so hoch, weil eben das Fördervolumen so hoch war und niemand derjenige sein wollte, der ein solches Projekt in den Sand setzt. Bei all diesen Gießkannenprojekten, wo hier 100.000 und da 500.000 investiert werden, bekommt man ja nicht mal in einem Landesministerium wirklich Zustimmung, so etwas wie ein Gesetz zu verändern, um innovative Dinge zu tun. Das war in unserem Kontext anders und hier haben tatsächlich zum ersten Mal sechs Länderministerien am Anfang in der Tat etwas ratlos zusammengesessen und mit uns gemeinsam überlegt, wie wir dieses, was wir dort angefangen haben, denn jetzt zu einem guten Ende bringen können. Und wir haben dann ja auch im Rahmen des Projektes dieses nachhaltige Geschäftsmodell entwickelt, ziemlich früh. Und mit der Gründung des Hochschulverbundes Virtuelle Fachhochschule 2001 auch tatsächlich implementiert, samt all den Konsequenzen, die dieses hat, für die Finanzierung aus den Hochschulhaushalten. Es ist auch nicht richtig, dass die Virtuelle Fachhochschule ein Projekt ist, wie Sie es eben noch so nannten. Es gab das Leitprojekt Virtuelle Fachhochschule, das lief von 1997 bis 2000, von 98 bis 2003. Und dann war das Projekt zu Ende und es gibt ein solches Projekt nicht mehr. Seit 2001 gibt es den Hochschulverbund Virtuelle Fachhochschule. Der hat sich auf Betreiben der beteiligten Hochschulen durch Vertragsschluss gebildet, ist auf Dauer angelegt und funktioniert ja auch auf Dauer. Das implementierte Geschäftsmodell funktioniert und der Verbund war ja nicht nur in der Lage, die beiden Studiengänge aus dem Leitprojekt her dauerhaft zu betreiben, sondern er hat ja seit 2001 insgesamt acht weitere Studiengänge gemeinsam entwickelt und auch dauerhaft implementiert. Noch acht weitere Studiengänge sind ja derzeit in der Entwicklung und wir werden sie im nächsten Jahr 2018 ebenfalls im Verbund implementieren. Dass es dazu gekommen ist, hängt allerdings massiv damit zusammen, dass die Hochschulen, die sich hier am Verbund beteiligt haben, das waren nicht alle Projektpartner, dieses von sich aus wollten, dass sie die Win-Win-Situation für sich darin sahen und dass sie auch willens waren, die Folgefinanzierung bei sich zu tragen. Dafür sind in der virtuellen Fachhochschule alle erforderlichen Strukturen aufgebaut, um dieses über die Fachbereichsebene und Präsidialebene zu koordinieren und damit auch tatsächlich wirksam zu sein. In der virtuellen Fachhochschule haben wir jetzt zunächst mal uns auf das berufsbegleitende Online-Studium gesetzt. Seit dieser Zeit haben wir mehrere Innovationszyklen durchlaufen und eigentlich haben wir zumindest in Lübeck das Raster eines maximal vierjährigen Re-Engineerings, wo wir eigentlich alles über Bord kippen, was wir bis dahin hatten und die Dinge neu durchdenken und mit innovativen Lösungen hervorgehen. Wir haben jetzt strategisch für uns drei Lernformate definiert und auch so verankert und zumindest in Lübeck werden wir die drei auch langfristig so betreiben. Wir unterstützen jetzt auch das Präsenzstudium mit Blended Learning Szenarien, wobei Blended Learning Szenarien nicht PDF-Download ist. Wir haben parallel dazu das berufsbegleitende Online-Studium, wo der Lernort vollständig nicht an der Hochschule ist. Beim Blended Learning ist es aus meiner Sicht nach wie vor der Lernort Hochschule. Und bei den offenen Angeboten, in die wir 2014 mit dem MOOCs eingestiegen sind, ist für uns nicht nur der Lernort nicht die Hochschule, sondern auch die Verantwortung für den Lernprozess liegt nicht mehr bei der Hochschule, sondern bei den Lernenden selbst. So etwa ist unsere Definition dieser drei Formate, die wir jetzt
auch so dauerhaft bei uns betreiben. Nur kurz von den Zahlen. Die Tabelle zeigt die Verteilung der regulär Studierenden im Verbund Virtuelle Fachhochschule. Die Farben kennzeichnen die einschreibende Hochschule. Wir haben, Stand 2015, knapp 4000 Online-Studierende an den Hochschulen des Verbundes. Davon sind etwa 600 an der Fachhochschule Lübeck eingeschrieben. Schon allein dieses Verhältnis zeigt, dass wir 97 gut beraten waren, nicht zu versuchen, alleine etwas zu tun oder etwas nur im Lande zu tun. Der zweitgrößte Einschreiber ist im Übrigen die Fachhochschule Kiel, die nach 2005 dann ebenfalls Mitglied wurde und ebenso wie Lübeck drei Online-Angebote kapazitätswirksam implementiert hat. In der Zeit haben wir 283 Online-Studienmodule, in der Regel mit 5 Credits Workload, entwickelt, für die wir auch die akademische Qualitätssicherung betreiben. Und das ist eine ziemliche Menge. Hinter diesen 283 Studienmodulen stecken aber die Zulieferung, die inhaltliche Expertise von 185 Professorinnen und Professoren. Da Lübeck deutlich weniger hat, ist hier mehr eindeutig zu erkennen, dass wir auch am Standort Lübeck überwiegend Inhalte und didaktische Kursformate mit Professoren anderer Hochschulen entwickeln. Unter diesen 185 sind etwa 35 Lübecker Kolleginnen und Kollegen, was eine relativ hohe Durchdringung ist. Die beiden Zahlen in Relation zeigen schon, dass es uns gelingt, Professoren nicht dadurch zu vergrillen, dass wir einmal ein Modul mit ihnen gemacht haben. Sehr viele stehen auch für weitere zur Verfügung. Interessanter ist noch die zweite Zahl. Diese 283 Studienmodule, die wir mit den 185 Professorinnen und Professoren entwickelt haben, werden zurzeit aktiv von 645 Professorinnen und Professoren in der Lehre genutzt, und zwar aus dem Hauptamt heraus. Diese ewige Rederei, dass deutsche Professoren eher die Zahnbürste teilen als ihre Lernmaterialien, hängt mir von daher langsam zu Hals. Ich habe noch nie mit einer Kollegin eine Zahnbürste geteilt. Mit den Materialien hatte ich aber auch kein Problem. Und das ist eine gängige Praxis, die überhaupt problemfrei läuft. Und dieses seit 2001. Mir ist nicht bekannt, dass wir jeweils massive Probleme damit hatten, dass jemand nicht in Kursen von Kollegen lehren wollte. Seit etwa 2005, das war der erste Innovationsfonds, haben wir dann diese interaktiven multimedialen Lernmaterialien ja sehr stark durch die Webkonferenzen ersetzt, wobei die Webkonferenzen, die wir auch über Adobe Connect führen, seminaristisch sind und keine auf Connect vorgetragene Frontalveranstaltung, so wie ich das jetzt mache. Wir hatten im letzten Jahr 70.000 Stunden Webkonferenzen in dem Verbund. Insgesamt haben wir 180.000 Kursbelegungen. Wir haben, auch das war die zweite Stufe der Strategieentwicklung, ja ab 2005 uns neben dem Studium auch mit dem Thema der Weiterbildung intensiv auseinandergesetzt. Und in der Online-Weiterbildung haben wir jetzt überwiegend Kurse des Standortes Lübeck, gut 20.000 Kursbelegungen im Jahr. Wir hosten von Lübeck aus insgesamt 25 Moodle-Systeme mit über 60.000 Moodle-Usern. Also nicht nur unsere Hochschule und nicht nur die Online-Studiengänge der virtuellen Fachhochschule, sondern wir hosten von uns auch die Lernraumsysteme anderer Hochschulen, was der Weiterentwicklung von Blended Learning-Szenarien ausgesprochen hilfreich ist, weil ja nicht jede Hochschule zum selben Zeitpunkt zum Beispiel schon mit Portfolio anfängt. Und wir haben vergleichsweise früh auf OER gesetzt. Ich denke, wir haben unseren YouTube-Kanal, der OER ist, um 2008 begonnen. Und dieses ist im Moment einer der erfolgreichsten OER-Kanäle deutscher Hochschulen überhaupt, was maßgeblich damit zusammenhängt, dass wir ein professionelles Rechtemanagement in unseren Modulen haben und als Hochschule überhaupt das Recht besitzen, diese OER zu veröffentlichen. Und diese Aktivitäten sind inzwischen auch strukturell dauerhaft in der Hochschule verankert. Die Struktur zeigt den Aufbau der Fachhochschule Lübeck mit ihren Fachbereichen, den Kompetenzzentren, in denen die anwendungsnahe Forschung stattfindet. Und quer über diese Struktur ist integrativ das Institut für Lerndienstleistungen tätig, das ich leite. Es betreibt die gesamte technisch-didaktische Infrastruktur für digitales Lernen, wobei wir die verschiedenen Formate, die wir haben, natürlich nicht separat entwickeln, sondern aus einem gemeinsamen Infrastrukturgedanken
heraus, sodass wir auch tatsächlich in sehr hohem Maße Synergieeffekte schöpfen können. Das, was uns aber von allen anderen unterscheidet, ist die Tatsache, dass dieses Institut ja nicht das Online-Institut der Fachhochschule Lübeck ist, sondern dass wir hochschulübergreifend tätig sind. Das heißt, wir haben von daher die Modulverantwortung für diese 280 Module und nehmen diese auch wahr. Dieses Institut, ein Inneninstitut der Hochschule, arbeitet rein im hoheitlichen, das heißt grundständigen Studienbereich. Das gewerbliche spricht dazu, ist die Ausgründung der Campus GmbH, die formal nun eine Verwertungsgesellschaft für digitales Lernen ist und die auch nicht nur die Ergebnisse der FH Lübeck verwertet, sondern die Ergebnisse sehr vieler Partner. Das heißt, wir bringen am freien Markt E-Learning Services für die virtuelle Fachhochschule und für andere. Als drittes Strukturelement, deshalb bin ich auch dort, wo ich bin, haben wir eine Professional School gegründet. Diese Professional School hat den Status eines Fachbereiches und dort werden kompetenzorientierte und weiterbildende Online-Masterstudiengänge implementiert und auch in der akademischen Verantwortung durchgeführt. Das heißt, wir umgehen damit dieses Gap, dass es zwar gerade in diesem weiterbildenden Masterbereich sehr starke Organisationseinheiten gibt, die die Verwaltung und alles Mögliche machen, die aber für die akademische Implementierung immer noch auf die Zustimmung von Fachbereichen angewiesen sind, bei denen die Entscheidungsfindung in der Regel ja nach anderen Faktoren erfolgt, als nachdem erfolgreich weiterbildendes Masterstudium betreiben zu können. Das ist der strukturelle Wandel, den wir gemacht haben. Die Professional School betreibt Lübeck für sich alleine, das heißt ja die Hochschule. Einrichtung. Die anderen Strukturelemente spiegeln aber das wider, was wir 97 erkannt haben. Wir werden nie erfolgreich sein, wenn wir versuchen, diese Dinge alleine für uns zu tun. Wir können nur Erfolg haben, wenn wir in der Lage sind, erfolgreich mit anderen zusammenzuarbeiten. Wenn ich da Die vielleicht Organisation. gerade nochmal einhaken darf, Rolf, vielleicht auch um die Informationen, die du uns hier gibst, nochmal besser zu verdauen. Ich finde gerade diesen Erfolgsaspekt eben sehr zentral und ich habe auch schon gesehen, es gibt zwei Fragen bereits im Chat. Also wenn ich nochmal versuche zu rekapitulieren, aus dieser Förderphase heraus, hattest du ja auch gesagt, es braucht eine große initiale Fördersumme, die das zumindest unterstützt hat, dass man das entwickeln konnte, dass es dann ganz wesentlich war, dass es eine nachhaltige Struktur gab, einerseits in so einer curricularen Anbindung, andererseits auch in so einem Geschäftsmodell, was ich dann über die Zeit auch selber tragen kann, dass es dafür wichtig ist, dass es eine Freiwilligkeit gab in den Partner-Kooperationsmodellen und dass man in der Form jetzt auch also das hatte ich mir noch notiert, den Lernprozess bei den, also die Verantwortung bei den Studierenden liegt, dass die da praktisch selbstbestimmt arbeiten können. Mich würde jetzt interessieren an der Stelle, wenn man sich das nochmal anguckt von der Startphase zu heute, sind ja, glaube ich, nicht so viele Hochschulen dazugekommen. Also wo ist das Wachstumspotenzial, beziehungsweise warum machen es noch nicht viel mehr und warum gibt es nicht vielleicht andere Netzwerke, die ähnlich aufgebaut sind? Die Frage, die jetzt im Chat gestellt wurde, war, wie eigentlich die Erfolgsquote ist bei den Online-Studierenden, ob es da Zahlen zu gibt. Und Herr England hat gefragt, inwieweit virtuelle Fachhochschulen und E-Learning hier nochmal zu unterscheiden werden. Und vielleicht das auch noch gleich mit reingenommen, Marc, vielleicht magst du mal im Anschluss, wenn Rolf Grano das nochmal beantwortet hat, auch was dazu sagen. Was hat denn bei den anderen vielleicht gefehlt? Also was gab es denn auch für Faktoren, die dazu geführt haben, dass die anderen Projekte heutzutage so in der Form nicht mehr zu sehen sind? Die Frage nach dem Wachstum der virtuellen Fachhochschule ist vergleichsweise schwierig zu beantworten. Tatsächlich ist der Verband stärker gewachsen, als es scheint. Von den 12, die jetzt drin sind, hier, ich glaube, 7 Gründungsmitglieder, die 5 anderen sind später hinzugekommen. Die virtuelle Fachhochschule betreibt ja Studienangebote, mit denen man
Studierende an Hochschulen einschreibt. Diese eingeschriebenen Studierenden liegen im Interesse der Hochschule. Da liegt ja erst überhaupt die Win-Win-Situation. Und der Verbund ist in sich nicht unbedingt auf Wachstum ausgelegt, weil dieses ja auch mit der Wettbewerbsfähigkeit konkurriert. Je mehr Hochschulen die Online-Studiengänge betreiben, umso eher kommt man in eine Wettbewerbslage, dass man sich die Studieninteressierten dann auch mit anderen teilen muss. Nachdem wir ja gelernt haben, dass wir über das Internet unsere regionale Reichweite doch erheblich ausweiten können, steht bei jeder Neuaufwand Aufnahme ja immer auch die Frage einmal im Raum, gewinnen wir da überhaupt unterm Strich mehr Studierende oder verteilen wir die nur anders auf die Hochschulen? Das ist insbesondere dann der Fall, wenn mehrere Hochschulen aus demselben Bundesland in dieser Mitgliedschaft drin herin sind, weil man ja hier auch in den Studienkapazitäten um dieselben Ressourcen im Lande in einem gewissen Wettbewerb ist. Deshalb ist der Verbund nicht unbedingt erfreut, wenn jetzt unbedingt immer mehr Hochschulen Mitglied werden können. Meine Sicht ist damit da naturgemäß eine andere. Durch jede Neuaufnahme haben wir auch die Studienkapazität und damit die Studierendenzahlen gesteigert. Richtig ist aber auch, dass jeder zusätzliche Studienstandort ein Potenzial hat, die eingeschriebenen Studierenden an anderen Standorten etwas zu reduzieren. Die Ja, vielleicht noch ganz Erfolgsquoten im kurz, Rolf, genau, Online-Studium die Erfolgsquote. sind vergleichbar mit denen im Präsenzstudium. Das ist nicht berauschend, weil die auch im Präsenzstudium zu hoch sind, aber es liegt in ähnlichen Dimensionen, wobei allerdings die Studiendauern, da es ja berufsbegleitend überwiegend studiert wird, deutlich höher sind als im On-Campus-basierten Studium, wo Menschen nach der Schule an die Hochschule gehen, um dort zu lernen. Ja, dann dir erstmal vielen Dank. Marc, magst du vielleicht nochmal aus deiner Perspektive diese erste Phase kurz kommentieren? Und dann, glaube ich, ist es mit Blick auf die Zeit auch sicher gut, dann Anne, wenn wir nochmal wieder zu dir rüberschwenken mit dem zweiten Teil deiner Präsentation. Okay, darf ich gerade noch Sie, Herr Grano, bitten, Ihr Mikro wieder stumm zu stellen, damit der Hall reduziert wird? Ja, gerne, Oliver. Ich versuche mal so aus meiner Warte ein Stück weit auf mögliche Gründe auch für das nicht so erfolgreiche und nachhaltige Durchsetzen der ersten E-Learning-Initiativen nochmal zu rekapitulieren. Das ist ein Stück weit auch meine persönliche Einschätzung dazu, dass die Problemlage auch aus meiner Sicht sehr vielschichtig ist. Anne hat ja in ihren Folien auch schon teilweise auf Gründe verwiesen, die auch im Rahmen der Studie identifiziert worden sind. Ich denke, das sind tatsächlich sehr vielschichtige Aspekte, die da mit einzubeziehen sind in so eine Bilanzierung und Bewertung. Ich denke, dass wir damals natürlich es vor allem mit Pionieraktivitäten ein Stück weit zu tun hatten. Es gab noch relativ wenig Vorerfahrungen, auf denen die einzelnen NMB-Projekte aufsetzen konnten. Das heißt also, über Standards oder Ähnliches konnte man damals noch nicht in der Breite diskutieren. Viele haben sich mit der digitalen Lehre, mit E-Learning initial auseinandergesetzt, haben auch die eigenen ersten Erfahrungen machen müssen. Die technischen Gegebenheiten waren sicherlich noch nicht die, die wir heute vorfinden. Allein das, was Smartphones uns an Möglichkeiten heutzutage bieten, hat man früher mit sehr aufwendiger Technik umsetzen müssen. Das kriege ich quasi jetzt hands-on on the pocket oder aus der Tasche. Themen, mit denen wir uns zum Beispiel auch in einem eigenen NMB1-Förderprojekt auseinandergesetzt haben, in dem ich selber auch mitwirken durfte, zum Beispiel das Thema Spracherkennung, das ist damals ein sehr aufwendiges Entwicklungsprojekt gewesen. Das liefert heutzutage jedes Smartphone und diverse Apps. Insofern,
hat man einfach auch ganz andere Voraussetzungen damals gehabt, auch ganz andere Bandbreiten zum Beispiel zur Vermittlung von Inhalten, wenn wir über aufwendige Videoproduktionen zum damaligen Zeitpunkt, die sehr intensiv waren, in der Umsetzung sprechen, dann ist deren Vermittlung und Verbreitung natürlich auch ein Problem gewesen aufgrund auch sehr eingeschränkter Bandbreiten. Also wir haben damals auch ganz andere technische Voraussetzungen gehabt. Wir haben aber auch, und das stand auf einer der Folien von Anne, denke ich auch schon unterschiedliche politische Zielsetzungen gehabt, wenn man die unterschiedlichen hochschulpolitischen Ebenen unterteilt zwischen vielleicht der bundespolitischen, der landespolitischen und auch der Ebene der Hochschulleitung, dann waren die Zielvorstellungen da sicherlich ein Stück weit unterschiedlich. Anna hatte auch schon darauf verwiesen, dass es auf der bundes- und vielleicht auch landespolitischen Ebene eher Zielsetzungen waren, die in Richtung von Effizienzgewinnen, Kosteneinsparungen oder ähnliches gingen. Das waren ganz sicherlich nicht die Zielsetzungen, die die Hochschulen mit dieser Initiative oder mit diesen Initiativen auch verbunden haben. Insofern hatte man hier sicherlich auch ein gewisses Auseinanderdriften von Vorstellungen in der Zielerreichung. Ich denke aber, ein ganz großes Thema, warum vieles nicht wirklich so nachhaltig sich etabliert hat, ist vor allem auch die unterschiedliche Intention in der Ausgestaltung der jeweiligen Förderprogramme und vor allem das zeitliche Auseinanderdriften dieser Intention, dass man mit Content-Förderung angefangen hat und dann erst nach deren Abschluss zum Beispiel mit Strukturfördermaßnahmen begonnen hat. Letztendlich braucht es aber hier eine zeitliche Parallelität, damit das, was entwickelt worden ist, dann auch auf gegebene Strukturen treffen kann, um hier auch nachhaltig wirken zu können. Und diese zeitliche Abfolge war aus meiner Sicht auch kontraproduktiv für nachhaltige Entwicklung, sodass halt erst über die Jahre auch gewisse Strukturen in den Hochschulen aufgebaut werden konnten, die es auch ermöglichen, hier nachhaltiger wirken zu können. Und aus meiner Sicht ist das auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für die Zukunft, dass wir über ganzheitliche Ansätze sprechen, dass wir hier über auch politische Awareness sprechen, aber hier auf allen Ebenen. Nur dann kann aus meiner Sicht das auch nachhaltig erfolgreich wirken. Das heißt also, dass neben Content-Förderung, dass neben, sage ich mal, vielleicht auch Strukturaufbau, vor allem der Aufbau von Support-Angeboten, von Qualifizierungsangeboten, von rechtlichen Unterstützungsangeboten eine ganz wichtige Rolle spielen. Natürlich die technische Infrastruktur muss dabei mit berücksichtigt werden und wir brauchen auch entsprechende Governance-Strukturen, die das an den einzelnen Institutionen auch verankern und möglich machen. Und auch hier hat sicherlich in den ersten Jahren sowohl von den Hochschulleitungen als auch vielleicht von Organisationen wie der HAK auch nicht eine ausreichende Rückendeckung stattgefunden, aus meiner Sicht. Wenn wir nochmal zurück an den Anfang des Jahrtausends gehen, dann ist in diesem Bereich relativ wenig an Unterstützung den einzelnen Projekten oder den Förderinitiativen zuteil geworden. Und insofern sind das, glaube ich, aus meiner Sicht vielschichtige Gründe, die dafür oder dazu beigetragen haben, dass viele der damals initiierten Projekte dann keine wirkliche Nachhaltigkeit auch erfahren konnten. Ja, vielen Dank, Marc. Anne, bevor ich jetzt gleich dir die kunstvolle Aufgabe übermittle, in den nächsten vielleicht ja, 5 bis 10 Minuten deine Präsentation nochmal zum Ende zu führen, vielleicht als eine Leitfrage auch für unsere Diskussion heute, wie viel zentrale Steuerung es da braucht. Marc, du hast die Governance angesprochen, da kann man sich ja genau die Frage stellen, und das ist ja auch ein Teilthema im Hochschulforum gewesen, inwieweit ist das etwas, was jede Hochschule für sich beantwortet, inwieweit ist es etwas, was jedes Land für sich beantwortet oder vielleicht auch eine bundesweite Steuerung erfordert. Ich will nicht vorgreifen, aber ich glaube, dass das schon eine interessante Frage ist, wenn man sich eben genau diese Herausforderung von Support, von rechtlichen Beratungsleistungen etc. anschaut. Aber Anne, ich ja, schau mal, wie du da uns jetzt hinführst. Ja, also tatsächlich denke ich, dass ich diesen Punkt 2
was passiert auf Landesebene jetzt relativ schnell durchgehen werde, zumal wir ja dazu auch noch, und zwar in 2 Wochen schon, ein Online-Event haben. Ich denke, da kann man dann da genauer drauf eingehen. Ich fand es schon spannend, dass Herr Grano eben gesagt hat, Landesinitiative in dem Sinne wollte er nicht, weil er tatsächlich über die Ländergrenzen hinaus gleich aktiv werden wollte. Ich will hier dann eben nur kurz darauf hinweisen, dass es eben in den einzelnen Ländern schon intensive Förderungen gegeben hat. Hier jetzt auf der Folie als Beispiel, aber ich gehe nicht im Einzelnen durch, das Bundesland, aus dem ich komme, Baden-Württemberg. Da will ich darauf hinweisen, dass hier sehen Sie auch die Förderphasen bis 2007, dann wieder eine relativ große Lücke. Und im letzten Jahr wurden eben diese strategischen Handlungsfelder, eine Publikation rausgebracht und darauf aufbauend dann oder da, eine Ausschreibung für ein neues Förderprogramm auf Landesebene. Und das muss ich dann doch noch erwähnen, denn gerade heute haben wir das Go bekommen, das zu erwähnen, dass es in Baden-Württemberg jetzt auch eine neue E-Learning-Landesinitiative gibt, das Hochschulnetzwerk Digitalisierung der Lehre in Baden-Württemberg. Also da sieht man, dass die Entwicklung in den Ländern eben auch ihre Phasen durchmacht und sich eben auch an dem weiterentwickelt, was sonst passiert. Und für mich ist es so, dass ich dann doch nochmal ich sagen möchte, dass die Landesinitiativen und Einrichtungen, die es eben in vielen Ländern auf einer Förderebene gibt, hier sieht man die gefördert werden, Neubaden-Württemberg, sehr viel für die Basisförderung von E-Learning eben auch tun und die Hochschulen im Land sehr unterstützen. Und da, wo jetzt steht, nicht gefördert, in Klammern nicht mehr gefördert, einige sind nicht mehr gefördert, aber einige sind auch nicht gefördert, sondern haben sich zusammengefunden, obwohl das Land in dem Sinne keine Förderung macht. Das zeigt eben, dass es doch das Bedürfnis gibt, sich auch regional dazu vernetzen. Auch nur ganz kurz erwähnt, dass eben föderal unterschiedlich die Modelle sehr unterschiedlich sind, wie diese Landesinitiativen organisiert sind und auch, was sie für ihre Mitglieder Hochschulen anbieten. Aber darum, wie gesagt, geht es im Online-Event in 2 Wochen. Hier der Hinweis darauf und vielleicht abschließend zu diesem Blog auch noch der Hinweis, dass sich die Länderinitiativen trotz ihrer föderalen Unterschiedlichkeit und Finanzierung schon seit langem, seit 2002, zum Austausch, zum informellen Austausch treffen und gerade in diesem Jahr ein Konzeptpapier für die für länderübergreifende Kooperationen veröffentlicht haben. Da unten ist der Link zu dem Konzeptpapier und außerdem, das war auf den letzten Folien, sind die Landesinitiativen gerade für dieses Themen-Special haben ihre Darstellungen auf eTeaching.org alle aktualisiert und auch die neuen sind drin, also die bisher noch nicht beschrieben waren, unter anderem das Hochschulnetzwerk Digitalisierung Baden-Württemberg. Vielleicht, Marc, magst du noch was dazu sagen, weil du ja auch für eine Landesinitiative stehst? Ja, gerne. Also die Grafik soll im Prinzip nur verdeutlichen, wie umfänglich das Spektrum an unterschiedlichen zum Beispiel Serviceleistungen sein kann, was es für unterschiedliche Governance-Anforderungen geben kann und auch in der Frage der Content-Verbreitung, welche unterschiedlichen Ansätze es aus diesen einzelnen Landesinitiativen gibt. Und das ist im Prinzip eine Abbildung dessen, was an vorgehaltenen Unterstützungsstrukturen durch die jeweiligen Landeseinrichtungen in Summe jetzt betrachtet dann auch angeboten wird und zu den einzelnen Themen dann auch potenziell länderübergreifende Kooperationen und Austausche und Zusammenarbeiten stattfinden können. Und insofern ja, ist das im Prinzip so ein Einstieg darin, hier stärker den Fokus auch auf länderübergreifende Kooperationen zukünftig noch zu setzen. Und das, was Herr Grano ja auch gesagt hat, im Sinne über die Ländergrenze hinaus zu denken, das ist in Bezug auf die Content-Verbreitung aus meiner Sicht auch im Prinzip fast alternativlos. Das können wir nicht nur auf Landesebene beschränken, aber nichtsdestotrotz macht das aus meiner Sicht, und das zeigen ja die vielen Beispiele der schon seit langen Jahren existierenden Landeseinrichtungen, macht es sehr viel Sinn, solche Unterstützungseinrichtungen in den Ländern auch hochschulübergreifend vorzuhalten, die genau da auch ihre Angebote zur Unterstützung für diese einzelnen Themenbereiche, die auch hier in der Grafik dargestellt sind, vorzuhalten, hier einen Erfahrungsaustausch unter den Hochschulen zu initiieren.
Wissenstransfer zu etablieren und die Themenaspekte gemeinsam mit den jeweiligen Landeshochschulpartnern dann auch voranzutreiben. Auf die Frage von Oliver eingehend, was die Governance-Ebenen anbetrifft, da würde ich sagen, da geht es nicht um ein Entweder-Oder. Oliver, du hattest die Bundes-, Landes- oder Hochschulebene angesprochen. Aus meiner Sicht ist das eher ein aufeinander abgestimmter oder integrativer Ansatz, der hier zu berücksichtigen wäre, sodass es hier eine quasi Vernetzung und Unterstützung über die Ebenen hinweg geben muss, ohne dass das von einer Seite massiv dominiert wird, aber ohne entsprechende Governance-Ansätze, ohne entsprechende politische Awareness-Bildung, auf welcher Ebene auch immer, ist ein Vorantreiben in der Breite sehr, sehr schwierig, weil wir sind auch heute noch in der Situation, dass digitale Lehre mit Aufwand verbunden ist und dafür müssen die Hochschullehrenden auch unterstützt werden und dafür braucht es entsprechender Rahmenvereinbarungen als auch Strukturen und Unterstützungsangebote. Und vielleicht nochmal Bezug nehmend auf das, was ich vorhin auch hinsichtlich des ganzheitlichen Ansatzes in Bezug auf die damaligen NMB 1 und 2 Förderinitiativen schon ausgeführt habe. Das ist genau im Prinzip eine Lessons learned, die wir vor 1,5 Jahren in Hamburg angesetzt haben, als es darum ging, eine neue Initiative aus Hamburg heraus auf den Weg zu bringen, unter dem Titel der Hamburg Open Online University, wo wir genau gesagt haben, es macht keinen Sinn, quasi an einzelnen Stellschrauben Veränderungen vorzunehmen, sondern das ganzheitlich in den Blick zu nehmen und alle relevanten Handlungsfelder dann auch mit in Veränderungsprozesse mit einzubeziehen und zu überführen. Und damit auch diesen Veränderungsprozess, den wir auf den Weg bringen wollen und der ja auch durchaus einige kulturelle Veränderungsaspekte mit sich bringen soll, also die Öffnung gegenüber neuen Zielgruppen, gegenüber der Zivilgesellschaft oder das Verbreitern von OER-Content beziehungsweise auch eine stärkere Lernendenzentrierung zu fördern und zu forcieren. Dafür braucht es entsprechende Unterstützungsstrukturen und das in allen Themen und Handlungsfeldern und auf allen Ebenen letztendlich. Vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, Marc, weil du die Ho jetzt mit angesprochen hast, die ist ja auch ein ganz schönes Beispiel, wie du es eben ausgeführt hast, für die Ansprache neuer Zielgruppen, für eine zivilgesellschaftliche Ausrichtung. Jetzt könnte man aus der anderen Richtung heraus sagen, naja, dann brauchen sich die bestehenden Institutionen auch relativ wenig verändern. Also inwieweit ist sozusagen die klassische Lehre jetzt hier eigentlich in der, wenn man von der Durchdringung des E-Learning spricht, wenn man von der Kompetenz, wie jetzt auch in dem einen Papier vom Bundestagsausschuss, der ganz stark auch nochmal aufgeworfen wird. Also wie sehr erreicht man eigentlich über so eine hochschulübergreifende Kooperation die einzelnen Lehrenden vor Ort? Ist das aus deiner Sicht in der Ho jetzt mit abgebildet? Also absolut, das ist ja im Prinzip erstmal unsere Kernzielgruppe. Die Hochschullehrenden stellen ja sowohl dann im Rahmen der Hu die Inhalte auch für ihre klassischen Zielgruppen, nämlich den Präsenzstudierenden zur Verfügung, als auch dann in einem erweiterten Szenario auch für eine interessierte Zivilgesellschaft. Also insofern sind die Hochschullehrenden ganz klar im Fokus unserer Aktivitäten und wir wollen sie hier auch im Rahmen dieser Initiative auch nicht alleine lassen mit diesen vielfältigen Herausforderungen, sondern etablieren dafür ganz gezielte Unterstützungs- und Supportangebote. Das geht von der didaktischen Beratung über die medientechnische Unterstützung bis hin zu rechtlichen Unterstützungsstrukturen, um hier die Lehrenden in eine Lage zu versetzen, diesen Mehraufwand, der mit diesen Anforderungen auch der Digitalisierung von Lehre einhergeht und auch der Adressierung von neuen Zielgruppen einhergeht und auch den didaktischen neuen Ansätzen, die wir verfolgen wollen, dann adäquate Unterstützungsleistungen zur Seite zu stellen und sie da nicht alleine zu lassen. Und auf der anderen Seite ist das für uns natürlich auch ein Instrumentarium, um quasi Qualitätssicherung auch betreiben zu können, durch entsprechend qualitativ hochwertige Unterstützungsstrukturen.
Ja, danke dir erstmal, Marc. Anne, möchtest du vielleicht nochmal zusammenfassen? Wir sind jetzt in den letzten 5 Minuten unserer Diskussion. Ich habe den Eindruck, man könnte hier jetzt sicherlich noch eine Stunde gut dranhängen, aber die Zeit haben wir nicht. Es ist auch schon eine interessante Frage jetzt nochmal im Chat aufgetaucht, in 3 Schlagworten, fragt Herr England, was fördert E-Learning politisch gesehen, was hemmt es? Also das vielleicht auch so, wie es jetzt schon passiert, gerne unter Beteiligung der Community. Aber vielleicht könnt ihr drei das auch nochmal aufgreifen in euren Statements zum Ende hin. Genau. Also ich denke mal, ich gehe über die Sachen, die ich vorbereitet habe, jetzt relativ schnell drüber. 3 Schlagworte, glaube ich, kann ich nicht gut liefern. Ich möchte aber schon darauf hinweisen, dass das Hochschulforum Digitalisierung meiner Meinung nach eine sehr wichtige Rolle spielt im Moment. Hochschulstrategien zu fördern, wie das ja auch durch den Strategiewettbewerb passiert ist. Und darauf hinweisen, dass im Moment ja 2 aktuelle Ausschreibungen noch laufen. Welche Projekte da gefördert werden, werden wir wahrscheinlich in Kürze erfahren. Was das Hochschulforum angeht, halte ich für aus meiner Perspektive ganz besonders wichtig, dass, sage ich jetzt mal, in dem Sinne kein Projekt umgesetzt werden soll, kein Studiengang oder irgendwelche Materialien werden schon entwickelt, aber keine Online-Module, sondern dass das einfach die Möglichkeit bietet zum Austausch zwischen den unterschiedlichen Gruppen der Beteiligten, also Lehrenden, Leitungen, politischen Entscheidungsträgern, auch Vertretern der Wirtschaft. Und in dem Sinne ein bisschen projektunabhängig. Ich glaube, das hat uns gefehlt, eine Verständigung darüber und das auch transparent und öffentlich zu machen. Und was ich eben auch wichtig finde, das ist dann vielleicht quasi meine letzte Folie. Wir haben im Hochschulforum zum Beispiel die Studie gehabt, welche digitalen Lehrszenarien werden in Deutschland eingesetzt. Man in der Mitte die 3 Zentralen, die sich gegenseitig ausschließen, also Online-Lehre wie bei der VFH, Anreicherung der Präsenzlehre und Integration, wie wir das durch Blended Learning-Ansätze kennen. Und was ich jetzt spannend finde, ist, wenn das eine Uni wie die RWTH Aachen aufgreift und die Lehrszenarien, die dort umgesetzt werden, anhand dieses Schemas beschreiben und öffentlich machen. In einer Datenbank auf den Seiten der RWTH, wo sie ihre Lehrszenarien eben diesem Schema entsprechend beschreiben. Und dann wird, denke ich, transparent und auch viel vergleichbarer, wie denn der Stand von E-Learning in Deutschland ist. Und dann hat man eine Möglichkeit, sich über den Stand auszutauschen und das eben auch Transparenz zu machen. Was ich auch spannend finde an diesen Projekten der RWTH ist, dass sie nicht gelingen müssen, sondern es gibt kleine Projektförderungen und die können in Anführungsstrichen auch scheitern, wenn sie dort so beschrieben werden, so dass niemand anders mehr diesen Fehler macht oder dieses Modell ausprobiert oder eben entsprechend modifiziert. Das, glaube ich, ist auch wichtig. Marc hat das, glaube ich, erwähnt. Viele Sachen in dem Bereich sind einfach noch Pionierarbeit. Natürlich kann man Rahmenbedingungen schaffen, damit sie gelingen, aber vieles weiß man auch noch nicht. Man muss, glaube ich, viel mehr Raum geben, ja, Dinge auszuprobieren, die dann nicht unter dem Zwang stehen, gelingen zu müssen. Also, Vielleicht Anne, wäre das auch vor mein allem Schlusswort. meinte ich auch damals in den NMW-Projekten war das auch sehr viel Pionierarbeit. Heute sind wir natürlich da in vielen Bereichen auch schon weiter, aber damals war das tatsächlich ja häufig wirklich mit den ersten Kontakten versehen. Wenn wir nochmal darauf eingehen, was sicherlich befördernd sein könnte, Oliver, auf deine Frage zurückkommt, dann wäre aus meiner Sicht, dass man auch deutlich machen muss, dass es bei der Digitalisierung nicht um einen Selbstzweck geht. Also Digitalisierungsstrategien auch nicht nur der Digitalisierung wegen, sondern auch sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, wie Digitalisierung dabei helfen kann, hochschulstrategische Fragestellungen unterstützen zu können, bedienen zu können. Und wenn es das gelingt und dann auch, und das hatte ich hier im Chatverlauf auch gesehen, die Lehrenden in den Fokus zu nehmen und sie dabei unterstützen und begleiten zu können, das ist ja auch das, was ich erwähnt hatte im Zusammenhang mit unseren Ruheaktivitäten, dann kommen wir da ein ganz schönes Stück weiter voran aus meiner Sicht. Das muss ein gewolltes, das muss ein strategisches Thema sein. Ich glaube, Hochschulen können sich in einer digital wandelnden Welt
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung hier auch nicht entziehen, sich diesem Thema der Digitalisierung nicht anzunehmen und das auch auf allen Ebenen zu betrachten. Wir reden ja nicht nur über Digitalisierung in der Lehre, sondern das betrifft auch ganz banal zum Beispiel Verwaltungsprozesse, aber auch vor allem die Forschung. Und hier gilt es, sich aufzustellen und den gesellschaftlichen Veränderungsprozess aus meiner Sicht, aus Hochschulsicht auch aktiv mitzugestalten und Dinge auch proaktiv ja, in ihren Veränderungsaspekten mit zu betrachten und mit auf den Weg zu bringen. Ja, danke dir, Marc. Rolf, dir ist jetzt sozusagen das Schlusswort überlassen. Wie wir auch in langer Zusammenarbeit im Hochschulforum gesehen haben, sind dir ja auch besonders die Zielorientierung ein Anliegen. Was will man eigentlich erreichen? Und in dem Zuge, ja, wie würdest du heute sagen, was braucht es für Ziele, um die E-Learnings und Digitalisierungsaktivitäten wirklich durchschlagend zu einem Erfolg zu führen? Ich glaube, wir müssen die Diskussion grundsätzlich ändern. Ich finde ehrlich gesagt persönlich nicht so langweilig wie das Nachdenken und Diskutieren über E-Learning und digitales Lernen. Das machen wir seit 10 Jahren. Wir müssen doch sehen, dass sich die Situation grundlegend verändert hat mit der Digitalisierung von Gesellschaft und Wirtschaft. Und die ganz simple Frage ist doch, wie qualifizieren wir denn akademisch junge Menschen so, dass sie in der sicher nach wie vor sehr schnell entwickelnden digitalen Umwelt optimal zurechtfinden. Da geht es nicht darum, ob ich einzelne Mehrwerte in der Lehre schaffe. Ich habe ja nun gelernt, dass man alles, was man didaktisch digital gut tun kann, auch mit anderen Methoden gut tun kann. Aber das ist doch gar nicht mehr das Problemfeld, mit dem wir umgehen. Es geht wirklich darum, der Verantwortung gerecht zu werden, wie qualifizieren wir an Hochschulen junge Menschen für einen zukünftigen Arbeitsmarkt. Die müssen ja mit dem, was wir ihnen im Studium beibringen, sich 40 Jahre durchs Leben schlagen können. Und zwar erfolgreich durchs Leben schlagen können, selbstbestimmt. Das müssen wir beibringen. Wir müssen ihnen auch nicht mehr alles beibringen, was sie inhaltlich für ihr Berufsleben brauchen. Dazu ist der Prozess des lebenslangen Lernens inzwischen ja wahrscheinlich breit akzeptiert. Und solange wir nicht anfangen, von diesen Zielen herunter Maßnahmen zu diskutieren, glaube ich, wird man wieder Förderprogramme machen. Das passiert reflexhaft, wo man jetzt Geld in welcher Stückelung auch immer an irgendjemanden verteilt, ohne dass vorher klar ist, wie bei jedem Kaufvertrag, was will der Besteller und was liefert der liefert. Das geht auch grundsätzlich nicht über Forschungsprojekte. Implementierung ist etwas ganz anderes als Forschung. Forschung muss zweckfrei sein, sonst ist es ja keine. Implementierung verfolgt aber konkrete Zwecke. Und wenn ich die erreichen will, dann brauche ich ganz schlicht auch Strukturen, die dieses reguläre Implementieren ermöglichen. Und dazu muss man ein paar politische Debatten führen. Wer ist denn überhaupt für was verantwortlich und wer fördert etwas? Was mich am meisten stört, ist allerdings dieses davon ausgehen, dass auch das Hochschulforum nicht frei von, zu sagen, jetzt müssen wir alles neu machen, jetzt ist viel mehr, wir brauchen jetzt mehr Geld. Das ist auch wieder ein Reflex. Ich gehöre nun sicherlich zu denen, die diese Gelder auch nehmen. Solange wir aber sagen, jetzt ist was Neues und wir müssen mehr Geld ins System packen, verweigern wir uns dem Gedanken, dass es um Innovation geht. Und das Wesen von Innovation zeichnet sich dadurch aus, dass die Dinge billiger werden je Stück. Das sind ja die Skaleneffekte. Die Grenzwerte von dem, was wir in Zukunft haben, werden gegen Null tendieren. Das ganze Silicon Valley macht nach diesen Grundsätzen seine Innovationsprojekte. Nur wir setzen uns in Deutschland hin und sagen, ach, jetzt kommt was Neues, wir haben neue Herausforderungen, wir lassen alles wie es ist und packen zusätzlich Geld drauf. Das können wir uns wahrscheinlich schon sagen. Unsere Position auch im internationalen Wettbewerb als Innovationsstandort verbessern wir damit nicht. Und da haben wir auch eine gesamte Verantwortung. Das ist nicht so harmlos, wie wir Menschen ausbilden und wie wir mit Innovation umgehen. Das müssen wir befürworten, befördern. Und man muss über diesen Punkt nachdenken. Und wenn ich über einen Punkt und ein Problem nachdenke, fällt mir auch eine Lösung zu diesem Problem aus. Solange ich allerdings über die falschen Probleme nachdenke, mache ich auch die falschen Lösungen. Ja, ich danke dir, Rolf. Ich glaube, unverkennbar, es gibt noch ein wenig mehr, worüber man Ich habe weiter noch einen sprechen letzten sollte. Punkt. Ja, Rolf, los. Der letzte Punkt ist genau diese Finanzierungsfrage. Es gibt hinreichend Geld, um die Digitalisierung zu ermöglichen und zu erlauben, das ist längst im System, wenn man es nur für diese Zwecke einsieht. Es ist mir vollkommen unverständlich, wie Dinge wie der Hochschulqualitätspakt Lehre
der ja wirklich umfangreich ausgestattet ist, nicht viel stärker Digitalisierung mit unterstützt. Da brauche ich nicht mehr Geld, ich muss nur anders anwenden. Digitalisierung ist angekommen. Es gibt die ja zwischen Bund und Länder vereinbarte sehr umfangreiche Förderung zur Optimierung der Lehrerausbildung. Auch hier ist Digitalisierung nicht verankert. Und solange Digitalisierung nicht im täglichen Leben der Förderung und der Ministerien ankommt, werden sie immer wieder on top zusätzliche Töpfe aufmachen müssen und das Ergebnis haben, dass es dann zum Schluss aber nicht matcht. Ich habe es bei uns im Land bezogen auf Flüchtlingsaktivitäten diskutiert. Schon wird ganz traditionell gefördert, neue Aufgabe, ja digital, das muss ich von Anfang an mitdenken. Und sobald ich Geld in die Hand nehme, muss ich sagen, eigentlich muss es für die digitale Welt zweckgerecht benutzt werden. Dann brauche ich nämlich nicht mehr Geld, sondern nutze das, Mit was Blick da auf ist, die eben Zeit, anders. müssen wir das hier Danke. jetzt auf jeden Fall abschließen. Ich glaube, die Gelegenheit wird bestehen, in der nächsten Runde schon in 2 Wochen das Gespräch davor zu setzen, mit einem Blick auf die Aktivitäten von Seiten der Länder. Wir haben da, glaube ich, sehr interessante Referentinnen und Referenten mit dabei in 2 Wochen. Anne hatte eben auch schon die Folien für den Abschluss am 12.12. mit aufgeworfen. Also dort wird es sicher auch noch mal diese stärker bundespolitischen Fragen geben. Und ich möchte an der Stelle jetzt auch noch mal die Gelegenheit nutzen, auf den 1.12. hinzuweisen. Bei unserer Abschlusskonferenz vom Hochschulforum Digitalisierung wird das sicher auch ein Ort sein, wo man genau über solche Fragen auch face to face noch mal ganz gut reden kann. Und in der Hinsicht würde ich mich freuen, wenn wir das Gespräch an verschiedenen Orten jetzt fortsetzen. Vielen Dank, Anne, Marc und Rolf, für den heutigen ersten Auftakt. Und Anne, ich überlasse dir mal die E-Teaching-Runde hier zu schließen. Oliver, kann ich ganz kurz nur einhaken zum Thema weiter diskutieren? Darf ich dann auch ganz herzlich dazu einladen, vielleicht auch schon im November bei unserer Konferenz Campus Innovation am 17. und 18. November in Hamburg auch einzuladen. Auch da ist natürlich ein Ort der Begegnung und des Austausches zu diesen Fragestellungen. Und das, was Herr Grano angesprochen hat, die gesellschaftliche Verantwortung, die ich ja auch erwähnt hatte, gegenüber der Frage, wie müssen wir die jungen Menschen für die Zukunft von morgen ausbilden bzw. qualifizieren, das ist auch ein wichtiger Aspekt unserer diesjährigen Konferenz. Ja, ich finde gut, dass wir jetzt immer mehr das Wort Austausch verwenden, weil ich glaube tatsächlich, ohne Austausch ist es nicht möglich, E-Learning stärker in die Breite zu bringen. Ich glaube, es geht auch nicht nur durch Modelle. Es ist ein Kulturwandel, den wir da mitmachen in den Hochschulen und darüber muss, glaube ich, gesprochen werden von allen Beteiligten. Wir haben damit einen Anfang gemacht. Wir haben sicher für diese erste Sitzung uns zu viel vorgenommen, aber das macht natürlich gerade, was die Diskussion in den nächsten Sitzungen angeht, noch viel spannender. Ich kann noch darauf hinweisen, dass jetzt auch die Special-Seite auf eTeaching.org zum Themen-Special online ist. Da kann man auch schon mal reinsehen, da kann man auch kommentieren, natürlich auch in unserer Facebook-Gruppe. Ganz herzlichen Dank an die Runde überall, bis hin nach Malaysia. Super. Vielen Dank, Oliver, für die Moderation. Und ja, ich hoffe, wir treffen uns in 2 Wochen wieder. Selber Ort, selbe Zeit. Bis dahin nochmal vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Gerne. Tschüss.